Herzlich willkommen zu Let's Play Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Beim letzten Mal sind wir zum zweiten Mal in dieses Kapitel gestartet und diesmal auch wesentlich erfolgreicher. Wir werden jetzt versuchen, so gut es geht, einige Gegner noch aus dem Kampf zu nehmen. Sie kam ja auch relativ früh raus, war das nicht so? Naja. Ich glaube, so krasse Angst muss ich jetzt nicht vor ihr haben. Aber mal schauen. Zur Not haben wir ja das Zeckenrad. So, ihn werden wir auf jeden Fall... Ach! Er reicht gar nicht. Ich habe gehofft, er reicht. Tja, wie machen wir das jetzt? Müssen wir Claire noch nehmen. Was kann Faye eigentlich machen? Okay. Claire könnte gar nicht so viel ausrichten. Dann nehmen wir doch einfach Arm. So muss es sein. Angriff hoch, Fähigkeit hoch, Geschwindigkeit hoch und Verteidigung. Schade, dass Resistenz nicht hochgeht, klar. Aber das ist doch schon mal sehr nice. Ich weiß nicht, ich würde ja gerne mit Claire angreifen, aber... Wie viel hat die? Ach komm. Machen wir. Das Risiko gehen wir ein, dass wir von zwei Gegnern angegriffen werden können. A lullaby. Yes! Also besser hätte es nicht laufen können. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Sie hat eine sehr schlechte Verteidigung. Mit ihm können wir leider nicht angreifen. Aber Alm hat einen sehr hohen Angriff. Er kommt bis dahin. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, dann versuchen wir unser Glück mit Alm. 100%. 20% kritisch. Auf wen sollen wir hören? Soma. Wenn wir gleich mal schauen, was Soma ist. Mystisches Pflanzensud verbessert den Angriff. Okay. Relativ nice. Okay. Wow. Wow. Wer hat denn damit gerechnet? Da hat Claire aber mal ordentliches Ausrufezeichen gesetzt. A victory is still a victory. Wow. Das war ziemlich gut gleich verteilt. Na gut, Silk natürlich nicht, aber... Silk ist ja auch hauptsächlich zum Heilen und Taktik da. Da passt das schon. Okay. Jetzt können wir in den Berg schreien.
was wir auch machen werden. Rätselhafter Schrein, der auf dem Berg des Grauens errichtet wurde. Uahaha. Sich tief ins Berginnere erstreckt und seltene Schätze beherbergen soll. Muss ich die eigentlich alle mitnehmen? Achso, bis Cliff muss ich alle mitnehmen. Na schön. Sehr, sehr schön. Nicht. Okay, das passt ja ansonsten alles so. Jo. Er ist der Beste. Die anderen sind nur so. Oh, ja, er hat auch Schleim. Ist schon gut. Ach komm, echt jetzt? Wieder gar keine angreifen, das ist super. Also wenn ich irgendwann mal ein Item bekomme, 85%, das eine Bewegungsradius erhöhen kann, gebe ich das Lukas. Interessant. Tilda kann die Klasse wechseln. Mal einsetzen. Ach, er kann echt. Ist ja unfassbar. Yay. Das war auch unnötig. Das wäre nicht so gut gewesen für uns. Okay. Das müssten wir eigentlich ganz gut überstehen. Komm, echt? Das kann echt nicht sein, Leute. So, wir nehmen das Zeitenrad. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Was soll das? Das ist unfassbar. Ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll.
halt einfach, was ihr wollt. Das muss reichen. Ach, selbst er braucht zwei Schläge, das ist unfassbar. Aber jetzt sieht es schon mal anders aus. Wow. Irgendwann wird es auch mir zu viel. Da wird dann drauf gehauen. Okay. Also ich müsste wesentlich defensiver spielen, als ich dir jetzt vorgestellt habe. Selbst gegen diese Gegner. Knoblauch nehmen. Wow. So, dann quatschen wir mal die Statue an. Ist das überhaupt so? Willst du dich im Kampf erproben? Ja, natürlich. Er greift mit einer Lanze an. Feuer. Okay. Ja, der Drache kommt eh überall hin. Was ist denn feines Haar? Okay. Geh mal lieber auf die andere Seite, wo der Magier nicht ist. So, und das wird schon irgendwie funktionieren. Schauen wir mal. Scheint aber auch ziemlich gut zu sein. 69%. Unfassbar, dass mir dieser Gegner gerade so einfach fällt. Oder leicht fällt. Man sieht, wovor ich gescheitert bin. Und was ich davor gescheitert bin. Ist manchmal nicht einfach.
60%. Feines Haar. Wo ist das denn? Das kristallenglasige Barthaar eines Drachen. Ja, sehr schön. Heißt, was auch immer. Wir werden es nie erfahren. Warum geht deine Resistenz nicht hoch? Und hat 5. Ja, läuft, würde ich sagen. That was a fine victory. Gut gemacht. Nun öffne das Tor und erblicke, was dahinter liegt. Erstrebe neue Macht. Du musst Lanze erhalten. Also, die Stahllanze. Wie viel Angriff hat die denn? 4 Kraft? Dumas Lanze hat 6. Eine Lanze erfüllt mit eines Gottes Macht. Ich kann auch feines Haar ausrüsten, okay. So, dann gib mir die mal. Diese Tür hier? Nein. Achso, hier könnte ich. Ups. Ah, das ist eine Truhe. Okay. Das waren so 30, 40 Silber-Du-Karten oder wie die heißen. Schätze ich mal. Hier geht's ja auch lang. Okay, und hier hinten die. Ist keine Tür. Anscheinend. Ja, super. Dann gehen wir mal nach unten. Aber welche Tür hat sich denn jetzt geöffnet? Wird er uns vereilen? Vielleicht hätten wir ihn anquatschen sollen. Joghurt erhalten. Ja gut, prüfen wir, wenn wir einmal drauf gedrückt haben. Das ist ja eigentlich immer das gleiche, oder? Mana Grad. Eine eigenartige Atmosphäre hängt über dem Ganzen. Noch eine Statue der Mira. Das ist genau mein Humor. Der Fia und Faye. They want to know what's happening with me, not you. But they don't understand that I am writing about myself. Or at least, I'm writing about what matters to me. I'm a fire. Things are what you might call delicate in our village. Delicate, okay. We're not supposed to talk about the whole magical bloodline thing. That's bullplop, though, right? I think it is. We've got all this incredible magic at our disposal, and we have to hide it? I want to show off! I want people to bask in my awesomeness! Plus, who wants to do real work? Yeah. Anyway, I'm glad I fight for you now, and do what I'm good at. Feel free to lay on the compliments when you see me kicking tail.
Ja. Allen kann auch die Klasse wechseln. Genau. Okay, das werden wir jetzt beides in diesem Part uns anschauen. Allen wird zum Held. Er ist übrigens Level 16. Das heißt, es wird eigentlich Zeit, dass er mal wechselt. Er bekommt ein KP dazu, zwei Fähigkeit, zwei Geschwindigkeit. Ein berühmter Held, der Schwert und Bogen führt. Schauen wir uns das mal an. Bogen! Ja, normalerweise ist das geil, aber wie wir gehört haben, gibt es hier bessere Items. Aber Kraft 0 ist auch sehr stark. Aber wir werden sehen. Mathilda kann zum Goldritter werden, sie ist Level 10. Bekommt 11 KP dazu. Wow, 11 KP, echt? Dann hat sie mit Abstand unsere meisten KPs. Zwei Angriff dazu, zwei Verteidigung und eine Bewegung. Vollendeter Ritter mit unerreichtem Bewegungsradius. Also Bewegung 10 ist schon krass. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals im Fire Emblem jemanden mit mehr hatte. Sehr, sehr schön. Gib mir noch ein altes Brot, lässt sich nur schwer kauen. Das ist Opfergabe. Yay. Der lebenden Tor erwartet jene, denen Habsucht mehr gilt als ihr Eigenwohl. Oh je. Möge dir immer unter Millers Segen wandeln. Alles klar. Wie es an dieser Stelle weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss.